Wir sind jetzt schon beim siebten Teil der Reihe, also noch drei Teile mit heute, und dann ist die Reihe fürs Erste beendet. Heute beschäftigen wir uns mit einem sehr fachlichen Thema und nicht mit so schönen philosophischen Gedankenspielen wie in den letzten Wochen, nämlich mit dem Thema Glaube, Religion und Zuversicht. Erstmal möchte ich mit euch die Frage klären, was ist Glaube überhaupt? Im Endeffekt bin ich der Meinung, jeder Mensch glaubt an irgendetwas. Ob es jetzt Gott ist oder Allah, das fliegende Spaghetti-Monster oder an die Nicht-Existenz eines Gottes, jeder glaubt an irgendetwas. Deshalb bin ich der Meinung, Glaube haben wir alle. Denn ob ich glaube, dass es etwas gibt, ein übersinnliches Wesen, eine Seele und all das, was wir in den letzten Wochen besprochen haben, oder ob ich glaube, dass es nicht gibt. Ich glaube. Ich glaube an all die Dinge. Ich glaube an Gott. Ich glaube an eine Seele. Ich glaube daran, dass es noch irgendetwas gibt, das unsere Realität übersteigt, das in einer, das in, wie soll ich sagen, dass es lauter Dinge gibt, die wir uns nicht erklären können, die für uns irreal erscheinen, aber doch irgendwo real sind, weil sie existieren. Letztlich ist Realität ja auch alles, was irgendwo existiert. Stimmt, das ist etwas, was ich beim letzten Mal ganz vergessen hatte, doch am Schluss zu sagen. Ich bin der Meinung, Glaube ist sehr wichtig, auch für die eigene Gesundheit. Wenn ich nämlich glaube, dass ich gesund werde, dann werde ich auch gesund. Das merke ich bei mir immer wieder. Wenn ich wirklich daran glaube, dass ein gewisses Mittelchen, wie zum Beispiel Tee, mir dabei hilft, wieder gesund zu werden, dann hilft mir das dabei, wieder gesund zu werden. Und auch bei vielen schweren Krankheiten ist es so. Ich merke das zum Beispiel bei meiner Oma. Die hatte vor einiger Zeit Krebs. Der Krebs wurde behandelt, beziehungsweise erstmal entfernt, dann behandelt. Und sie glaubt daran, dass sie noch ein paar Jahre leben wird. Und sie hat von Anfang an daran geglaubt, dass sie den Krebs besiegen kann. Sie ist nämlich ein sehr glücklicher, offener, zufriedener Mensch, der genauso wie ich immer daran glaubt, dass das Positive eines Tages eintritt. Sie ist auch recht optimistisch, obwohl sie viel Schreckliches erlebt hat. Als Flüchtling aus Preußen, die im Krieg ihre Mutter verloren hat und ihren Vater, ist sie sehr optimistisch und glaubt immer daran, dass alles besser wird. Natürlich muss man manchmal die Welt realistisch sehen und sich sagen, okay, es gibt gewisse Dinge, die sind blöd. Wissen, dass wir eines Tages sterben. Wobei ich und auch sie, wir haben keine Angst vor dem Tod. Wenn man aber daran glaubt, dass alles gut wird, dann wird auch alles gut. Davon bin ich überzeugt. Und das ist eben die Zuversicht, die auch noch mit reinspielt. Glaube ist ein wichtiger Bestandteil der Zuversicht. Man kann nicht realistisch denken. Man kann nicht sagen, ja, wenn das so ist, dann kann das nur so sein. Das ist etwas, was uns die Wissenschaft immer weismachen will. Dass alles auf wissenschaftlichen Theorien beruht. Dass wenn der Arzt sagt, du wirst sterben, dann stirbst du. Ein bekanntes Beispiel ist Stephen Hawking. Stephen Hawking wurde gesagt, als er Ende 20 war, du wirst in 10 Jahren sterben. Stephen Hawking ist Anfang diesen Jahres im Alter von 75 Jahren gestorben. Er hat also über 40 Jahre länger gelebt, als die Ärzte ihn weismachen wollten. Weil er nämlich daran geglaubt hat, dass er überleben wird. Er hat sich gesagt, ich will mit meinem Denken und mit meiner Weltanschauung die Welt verändern, die Welt verbessern. Und deshalb hat er daran geglaubt, dass er lange lebt und dass er seine Krankheit irgendwie mit allem überleben wird. Im Endeffekt war er an einen Rollstuhl gefesselt und musste mittels eines Computers reden. Aber dass er nicht einfach irgendwann gestorben ist, ganz jung, und die Tatsache, dass er es überhaupt geschafft hat, liegt daran, weil er daran geglaubt hat, dass er das schaffen kann. Wenn man daran glaubt, etwas zu schaffen, dann schafft man das. Gutes Beispiel, wenn ich in der Schule Klausuren geschrieben habe und der Überzeugung war, ich rocke die Klausur, ich kann das, dann habe ich meistens wenigstens eine mittelgute Note bekommen. Wenn ich aber mit der einstündigen Klausur gegangen bin, ne, ich schreibe auf jeden Fall eine 5 oder 6, dann habe ich immer eine 5 oder 6 geschrieben. Man kann mit Hilfe des Glaubens
sich sehr krass beeinflussen. Und deshalb ist Glaube so wichtig. Wenn ich daran glaube, dass es Gott gibt, dann habe ich auch das Gefühl, dass jemand da ist, wie Gott, der mich beschützt. Jetzt gibt es aber bei dem ganzen Thema Glaube, Gesundheit und Zuversicht ein Problem. Nämlich, wenn es institutionalisiert wird. Das ist dann die Religion. Wenn einfach sich Menschen zusammentun, die etwas Ähnliches glauben und sich von einem Missionar oder einer Person, die ihnen sagt, ja, wenn ihr das alle glaubt, dann seid ihr bessere Menschen, beeinflussen lassen. Ich fröne daher dem gallorömischen Götterkult. Ich glaube, es gibt einen Übergott, einen Zeus oder Gott, wie in der Bibel. Aber im Endeffekt ist alles irgendwie heilig. Alles ist was Besonderes. Alles ist zu ehren. Die Natur, die Quellen, die besonderen Orte, die Kraftorte. Irgendwo ist immer auch eine gewisse Kraft, eine gewisse Energie des Universums. Und deshalb lehne ich Religion ab. Ich bin der Meinung, jeder Mensch sollte das glauben, was er glauben will. Niemand darf deswegen diskriminiert werden, was er glaubt. Wenn jemand natürlich für sich entscheidet, ich möchte irgendein Mitglied einer komischen Religion sein, dann kann er das gerne machen. Ich bin aber für die kosmopolitische Religion, nämlich dass alle Menschen das glauben, was sie glauben wollen. Und trotzdem friedlich miteinander zusammenleben. Denn für das friedliche miteinander zusammenleben ist der individuelle Glaube viel wichtiger wie eine gemeinsame Religion. Wenn jeder auf seine individuelle Art das tut, was er glaubt, was das Richtige ist, um die Welt voranzubringen, um der Welt etwas Gutes zu tun, dann macht jeder genau das Richtige. Sobald man aber hingeht und versucht, irgendwas Gutes in die Welt zu bringen, aufgrund einer Ideologie, dann kann das schadhaft sein. Da sieht man ja bei vielen Religionsgemeinschaften, wie zum Beispiel auch dem Islam, die immer wieder Schadhaftes in die Welt bringen. Gerade auch beim Buddhismus interessiert mich deshalb so sehr, dass auch der sehr individualistisch veranlagt ist. Es gibt zwar Klöster und Mönche und gewisse Stilrichtungen, aber letztlich darf jeder glauben, was er will. Auch beim Hinduismus ist das so. Der eine glaubt eher an Ganesha, der andere eher an Vishnu. Wenn man einfach eine viel größere Vielzahl hat, so wie auch beim gallorömischen Götterkult, dann fällt es viel leichter, seine persönliche Nische darin zu finden. Und das ist etwas, was wir beim Christentum, beim Islam oder auch anderen monotheistischen Religionen wie dem Judentum fehlt. Deshalb ist Glaube an sich nichts Schlimmes, aber Religion. Wie man letztlich seinen Glauben auslebt, ist auch wieder eine Sache für sich. Glaube hilft also, im Leben glücklich zu sein, zuversichtlich zu sein und Gesundheit zu erreichen. Und vielleicht sogar für den Frieden, kann aber, wenn es isoliert wird, schaden. Ja, das ist jetzt auch wieder sehr kompliziert ausgedrückt. Das fällt mir bei dem ganzen Themenkomplex alles sehr schwer. Was ist eure Meinung dazu? Glaubt ihr an irgendetwas? Was ist eure Meinung zur Religion? Wie gesagt, eure Gedanken zu dem Thema unten in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr keine weiteren Videos der Reihe verpasst,